Liechtenstein. Ein kleines Land in der Mitte Europas. Und dennoch für viele völlig unbekannt. Das waren ja ein paar Bauerndörfer. Und die Arbeitslosigkeit war verheerend. Das Land war zahlungsunfähig. Durch zahlreiche Krisen bahnt sich ein Land seinen Weg. Im Jahr 45 sind wir sicher eines der armen Länder Europas gewesen und heute sind wir einer der reichen. Zu einem der wichtigsten Finanzstandorte Europas, der reiche Anleger aus aller Welt anzieht und manche verführt. Und vor allem hatten wir das Bankgeheimnis. Bis einer das Geheimnis lüftete. Mir ging es nicht um Schwarzgeld, absolut nicht. Wir sind heute bei über 100 Milliarden verwalteten Geldern. Wie wurde also ein armer Bauernstaat zu einem der reichsten Länder der Welt? Wie wurden aus Bauern Banker? Ich lade Sie ein auf eine Reise durch die rund 300-jährige Geschichte des Fürstentums Liechtenstein. Es ist ein Land mit vielen Besonderheiten. Es ist unter anderem die letzte deutschsprachige Monarchie. Und es ist so klein, dass man es leicht an einem Tag zu Fuß durchqueren könnte. Aber mit dem Auto ist es doch ein bisschen bequemer. Ich habe mir viel vorgenommen auf meiner Tour durch dieses Land. Eingebettet zwischen sonnigen Tälern und schneebedeckten Bergen liegt Liechtenstein. Ein Fürstentum mitten in den Alpen zwischen der Schweiz und Österreich. 160 Quadratkilometer Fläche, 37.000 Einwohner auf 11 Gemeinden verteilt. Damit gehört es zu den kleinsten Staaten Europas. Wenn man auf Liechtenstein zu sprechen kommt, dann denken die meisten fast automatisch an geheime Bankkonten und an Steuergeldern. Aber wo das Land genau liegt, das wissen viele gar nicht. Es ist ja auch so winzig klein, obwohl es von hier oben eigentlich ganz groß aussieht. Und mit diesem kleinen Fürstentum geht auch eine große Geschichte einher, die ich entdecken möchte. Seit 300 Jahren ist das Land eine Monarchie, aber keinesfalls im mittelalterlichen Sinne. Ja, Liechtenstein hat eine Mischverfassung, in welcher die Macht im Staat aufgeteilt ist auf Fürst und Volk. Und das bedingt auch ein Zusammenwirken dieser beiden Akteure. Der Fürst kann nicht gegen das Volk regieren. Umgekehrt kann das Volk oder der Landtag oder die Regierung auch nicht gegen den Willen des Fürsten agieren. Diese Staatsform gibt es seit 1921 und hat sich seitdem sehr bewährt. Der Vorteil eines Kleinstaates ist, dass man natürlich einen engeren Kontakt mit der Bevölkerung haben kann. Das Fürstenhaus Liechtenstein ist eines der wenigen noch verbliebenen herrschenden Adelshäuser in Europa. Und natürlich auch bestens vernetzt im Hochadel. Der Fürst selbst ist das Oberhaupt des Staates und nebenbei auch noch der reichste Monarch Europas. Dennoch, der Kontakt mit der Bevölkerung ist innig. Und so feiert man am 15. August eines jeden Jahres gemeinsam den Nationalfeiertag und den heutigen Wohlstand des Landes. Denn das war nicht immer so. Liechtensteins Geschichte beginnt in dunklen Zeiten. 1613. Das Heilige Römische Reich deutscher Nation erstreckt sich über fast ganz Süd- und Mitteleuropa. Zu diesem Verband europäischer Fürstentümer gehören auch zwei kleine Grafschaften. Vaduz und Schellenberg. Regiert werden sie durch die Grafen von Hohenems, die sich in ihrer 100 Jahre andauernden Regentschaft besonders durch Misswirtschaft und einen ausschweifenden Lebensstil hervortun, mit einem gigantischen Schuldenberg als Ergebnis. Als Teil des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation unterstehen diese beiden Grafschaften allerdings Kaiser Leopold I. aus dem Hause Habsburg. Als er vom finanziellen Ruin der Hohenemser erfährt, zwingt er sie, das Land zu verkaufen. Aber wer soll schon interessiert sein an einem Land, das völlig bankrott ist und nicht besonders fruchtbar? Doch die Grafen von Hohenems haben Glück. Da ist jemand, der ist bereit, 10-mal so viel für die Grafschaften Schellenberg und Vaduz zu bezahlen, als dieses Land überhaupt wert ist. Sein Name Hans Adam I., ein direkter Vorfahre und Namensgeber von Hans Adam II., dem heutigen Fürst von Liechtenstein. Mein Vorfahre hat am meisten geboten
Und dann hat man aus diesen zwei Grafschaften, das war die Grafschaft Vaduz und die Grafschaft Schellenberg, die hat man dann zusammengefügt und daraus das Fürstentum Liechtenstein gemacht. Das war 1699. Liechtenstein entsteht. Aber der Bevölkerung geht es weiterhin schlecht. Obwohl der Käufer Hans Adam I. der Reiche genannt wird, bleibt die einfache Landbevölkerung weiterhin arm. Für diese Kleinbauern und Leibeigenen gibt es keine Bildungs- oder Aufstiegsmöglichkeiten. Das tägliche Leben ist hart. Es ist schon gut. Der Arbeitstag beginnt bei Sonnenaufgang und endet erst mit dem Einbruch der Dunkelheit. Oftmals leiden die Menschen auch Hunger. Die Armut macht die Menschen argwöhnisch. Aus Glaube wird Aberglaube. Und dieser Aberglaube beschwört in der Bevölkerung einen Konflikt herauf, der über Generationen andauern wird. Und eine solche Situation, kann man sich vorstellen, ist natürlich der beste Nährboden für Verfolgungen anderer, vor allem in dem Fall von Hexen. Liechtenstein war ein Gebiet besonders intensiver Hexenverfolgungen. Von 3000 Einwohnern landeten weit über 200 Männer und Frauen auf dem Scheiterhaufen. Nach dem Ende der Hexenprozesse 1682 ist der Spuk aber noch nicht vorbei. Die Familien der angeblichen Hexen rächen sich. Jetzt müssen jene, die die Menschen durch ihre Beschuldigungen auf den Scheiterhaufen gebracht haben, büßen. Sie wurden gekennzeichnet, gesellschaftlich geächtet und verflucht. Man nannte sie Tobelhocker. Die Tobelhocker leben im Dorf, aber jeder im Dorf weiß genau, wer zu welcher Gruppe gehört. Und nach dem Tod ist ganz klar, haben sie nichts auf dem Friedhof verloren, sondern kommen in ihren Verbannungsort, in das Lavena Tobel, wo sie eben büßen müssen, entweder für ihre eigenen Taten oder für die Taten ihrer Vorfahren. Durch diesen Fluch, so glaubte man, würden ihre Seelen rastlos in der Schlucht, dem sogenannten Tobel, umherirren. Und obwohl diese Geschichte nur eine Legende ist, hat es die Nachkommen der Tobelhocker wirklich gegeben. Und sie wurden noch bis ins 20. Jahrhundert gesellschaftlich ausgegrenzt. Keine 100 Jahre sind seit der Gründung des Fürstentums vergangen. Da gibt es Krieg zwischen Frankreich und Österreich. 1799 marschieren Napoleons Truppen mit 18.000 Mann in Liechtenstein ein. Kaiser Franz II. Im fernen Wien schickt seine Soldaten, um das Land zu verteidigen. Die Franzosen überqueren da unten den Rhein und marschieren nach Norden, mordend und plündernd. Napoleon ist auf dem Zenit seiner Macht. Sein Ziel, Kaiser des Heiligen Römischen Reiches zu werden. Der damalige Fürst von Liechtenstein, Johann I., stellt sich Napoleon in den Weg. Er ist Feldmarschall im österreichischen Heer. Trotzdem unterhalten sie auch während des Krieges diplomatische Beziehungen miteinander. Im Jahr 1805 schlägt Kaiser Napoleon I. in Austerlitz in der sogenannten Drei-Kaiserschlacht eine Allianz aus österreichischen
und russischen Truppen. Damit gehört die Armee des Fürsten von Liechtenstein ebenfalls zu den Geschlagenen. Ein Verlierer ist Fürst Johann I. von Liechtenstein trotzdem nicht. Und Napoleon hat den Fürsten dann in den Rheinbund aufgenommen, das heißt ihn und das Fürstentum Liechtenstein. Und das war für den Bestand des Fürstentums, also den Weiterbestand des Landes, zentral. 1818 ist ein wichtiges Jahr für Liechtenstein. Es macht sich auf den Weg, ein moderner, demokratischer Staat zu werden. Meine Reise durch die Geschichte geht weiter. Von England aus breitet sich die industrielle Revolution über Europa aus. Die Erfindung des mechanischen Webstuhls verändert die Textilproduktion. Maschinen erhöhen die Produktivität. Fabriken werden gebaut. Auch in Liechtenstein laufen die Maschinen heiß. Viele Menschen arbeiten nicht mehr auf den Feldern, sondern in Fabrikshallen. Die Textilindustrie bringt es im Fürstentum zu beachtlichem Erfolg. Die Wirtschaft wächst. Die schlimmsten Zeiten scheinen vorbei zu sein. 1866 löst der damalige Fürst sogar das liechtensteinische Militär auf. Der letzte Soldat der Armee, Andreas Kieber, wird zum beliebten Postkartenmotiv. Doch im Jahr 1914 ist es vorbei mit dem Frieden. Der Erste Weltkrieg beginnt. Als der Erste Weltkrieg ausbrach, rechnete eigentlich keiner damit, dass er lange dauern würde. Die meisten dachten, Weihnachten 1914 wäre ja zu Ende. Doch der Krieg dauert Jahre. Liechtenstein befindet sich mit der österreich-ungarischen Monarchie in einer wirtschaftlichen Partnerschaft und ist deswegen ebenfalls von den Sanktionen durch England, Russland und Frankreich betroffen. Rohstoffe und Lebensmittel werden knapp. Die Bevölkerung kann sich immer schlechter ernähren. Das Geld ist kaum noch was wert und als Zahlungsmittel unbrauchbar. 1918, nach dem Krieg, ist Österreichs Wirtschaft im freien Fall und zieht Liechtenstein mit in den Abgrund. Der damalige Fürst von Liechtenstein ist gezwungen, eine Entscheidung zu treffen. In dieser Notsituation für das Land hat er sich dann entschlossen, den Familienschmuck zu verkaufen, um eben hier das Land und seine Bevölkerung finanziell zu unterstützen. Das Fürstenhaus kann damit den drohenden Staatsbankrott abwenden. Doch es bedarf weiterer Schritte. Bald nach Ende des Ersten Weltkriegs beendet Liechtenstein seine wirtschaftliche Partnerschaft mit Österreich. Seit 1924 ist der Schweizer Franken die offizielle Währung des Landes. Die neue Währung schlägt die Brücke zur Schweiz und damit werden auch gemeinsame Projekte angegangen. Anfang der 30er Jahre. Die Wirtschaft steckt weltweit in der Krise. Und auch der Friede in Europa steht erneut auf der Kippe. 1933 kommt Hitler in Deutschland an die Macht und bricht mit dem Überfall auf Polen den Zweiten Weltkrieg vom Zaun. Sie wollten eine wahrhaftige Weltanschauungspartei sein. Weiter nicht. Sie wollten daher kompromisslos die einzige Macht. Hitler macht international Jagd auf jüdische Konten. Viele Juden bringen ihr Geld deswegen in die Schweiz und teilweise auch ins Fürstentum. Und zum Schutz dieser Konten vor den Nazis führen die Schweiz und auch Liechtenstein 1934 das Bankgeheimnis ein. Die beiden Länder retten damit das Vermögen von Verfolgten, womit auch in manchen Fällen die Flucht aus Deutschland gelingt. Liechtenstein überlebt den Zweiten Weltkrieg und flüchtet sich in den schweizerischen Wirtschaftsraum. Das Fürstenhaus hingegen erlebt nach dem Krieg eine böse Überraschung. Ihre Besitztümer in der damaligen Tschechoslowakei werden nach dem Krieg von den Kommunisten beschlagnahmt. Dennoch fand hier auch nach dem Krieg ein Wirtschaftswunder statt. Und zwar maßgeblich bedingt durch die Industrie. Und nicht, wie man vielleicht vermuten könnte, durch das Finanz- oder Bankwesen. Für das Land ist es die erste Erfahrung mit allgemeinem Wohlstand. Seit dem letzten Weltkrieg haben wir hier eine sehr schnell wachsende Industrie.
Eines der wichtigsten und bekanntesten Erzeugnisse ist die kleinste Rechenmaschine der Welt, Kurta genannt, die Sie hier in einer Hand gehalten sehen. Diese Rechenmaschine hat den Weltmarkt in erstaunlicher Geschwindigkeit erobert, worauf wir sehr stolz sind. Die liechtensteinische Industrie ist klein, aber fein und entwickelt sich rasch. Damit legt man den Grundstein für weltbekannte Unternehmen. Wenn man über Liechtenstein spricht, ist natürlich sehr viel Unwissen da. Liechtenstein ist bekannt durch die Presse, eigentlich negativ, über den Finanzplatz, über Steuerhinterziehung, aber nicht eigentlich als Industrie- und Werkplatz. Wenn man die Industrie in Liechtenstein anschaut, ist es vielleicht sehr interessant zu sehen, dass viele Unternehmungen im Weltmarkt in ihren Nischen bei den Marktführern mitspielen. Praktisch alle Güter, die bei uns hier in Liechtenstein produziert werden, also 99% von denen werden ins Ausland exportiert. Und das hat uns über die Jahre auch geholfen, von einem armen Agrarland zu einem der wohlhabendsten Länder zu werden. Liechtenstein ist heute eine sehr erfolgreiche Industrienation. Man hat sich seit den 50er Jahren auf Nischenprodukte spezialisiert, zum Beispiel auf Schlagbohrer, auf Zahnersatz oder Lenksysteme für Autos. Und gehört damit zu den Weltmarktführern. Eine dieser liechtensteinischen Erfolgsgeschichten beginnt Mitte der 70er Jahre in einer kleinen Scheune mit zwei jungen Freunden. Sie hören gerne Hard Rock und basteln in ihrer Freizeit an einem verbesserten Stecker für E-Gitarren. Sie gründen die Firma Neutrik. Und 20 Jahre später spielen Bands wie Metallica, AC/DC, Künstler wie Paul McCartney oder Madonna mit ihren Steckern und Kabeln. Die liechtensteinischen Nischenprodukte entwickeln sich rasch zu wahrhaftigen Cash-Cows. Nach Liechtenstein fließt jetzt immer mehr Geld. Von diesem Wirtschaftsaufschwung profitieren auch die sogenannten Treuhänder. Das sind Vermögensverwalter. Jeder kann sein Kapital ins Land bringen und es von Treuhändern verwalten und anlegen lassen. Das Bankgeheimnis schützt die Kunden. Es dürfen keine Informationen an ausländische Behörden weitergegeben werden. Diese Möglichkeit nutzen seriöse Anleger, aber es kommt auch Schwarzgeld ins Land. Die Treuhänder legen das Geld für die Kunden in einer Stiftung an. Das Besondere in Liechtenstein: die Kunden sind durch die Anonymität der Stiftungen und das strikte Bankgeheimnis geschützt. Manche Kunden nutzen daher die Möglichkeit, das Geld in bar zu bringen, unversteuert, vorbeigeschleust am Fiskus ihrer Heimat. Sie geben das Geld dem Treuhänder, der es für sie anlegt. Und wenn sie sich selbst zum Begünstigten der Stiftung machen, können sie jederzeit auf das Geld zugreifen. Das Geld vermehrt sich also, ohne dass sie jemals dafür Steuern zahlen. Schon in den 80er Jahren gibt es in Liechtenstein doppelt so viele Stiftungen wie Einwohner. Der Rubel rollt. Das Bruttoinlandsprodukt versiebenfacht sich. Aus Bauern werden Banker, Global Player der Finanzindustrie. Liechtenstein ist am Gipfel angekommen. Doch immer mehr kritische Stimmen werden laut. Für viele ist das Fürstentum nichts anderes als ein gigantisches Steuerschlupfloch, wo dubiose Anleger perfekte Bedingungen vorfinden. Natürlich waren da Gelder, die unversteuert waren. In den 60er, 70er, 80er Jahren hat kein Mensch, und in den 90er Jahren war das kein Fall, das war kein Gesprächsthema. Der liechtensteinische Staat hat keine Informationen über diese Kunden an die ausländischen Steuerbehörden herausgegeben. Die Banken taten das ebenso wenig. Ein Mann tut es doch und bringt damit alles zu Fall. Klaus Linz arbeitet in den 90er Jahren in einer liechtensteinischen Treuhandkanzlei. Linz glaubt, Beweise gefunden zu haben, dass die Kanzlei Geld unterschlage, das eigentlich für soziale Zwecke vorgesehen war. Er entscheidet sich, die Daten zu entwenden und sie an das deutsche Nachrichtenmagazin Der Spiegel weiterzugeben. Das ist mir komplett aus den Händen geglitten. Also, was das ausgelöst hat, der Spiegelartikel,
das war jenseits meiner Vorstellung, also das wusste ich nicht. Natürlich hatte ich viel mit den Journalisten zu tun. Das waren im Endeffekt drei, die permanent zu mir kamen, beziehungsweise ich nach Hamburg geflogen bin. Klaus Linz will mit der Veröffentlichung der Daten erreichen, dass gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber wegen Untreue ermittelt wird. Die deutschen Journalisten interessieren sich aber nicht für sein Anliegen, sondern vor allem für deutsche Kunden, die ihr unversteuertes Geld in Liechtenstein angelegt haben. Mir ging es nicht um Schwarzgeld, absolut nicht. Und ich wollte niemals gegen Liechtenstein irgendetwas machen. Das war mir gar nicht in den Sinn gekommen. Klaus Linz muss 1,6 Millionen Franken Schadenersatz zahlen, sitzt 6 Monate im Gefängnis und verliert nahezu alles. Der Fall ist äußerst tragisch. Jede Art von Diebstahl ist selbstverständlich verwerflich und stellt einen kriminellen Tatbestand dar. Die Motive, die dazu geführt haben, dass Herr Linz diese Tat begangen hat, sind sehr niedriger Natur. Natürlich bin ich kriminell, da gibt es absolut nichts. Aber wie es bei Snowden oder bei anderen heute ist, für die anderen ist er ein Held, für die anderen ist er ein Verbrecher. Für die Treuhänder in Liechtenstein bin ich der größte Verbrecher, das ist ganz klar. Durch den Spiegelartikel wird eine regelrechte Lawine losgetreten. Natürlich bestehen nicht alle der vielen Stiftungen aus unversteuertem Geld, aber als die Machenschaften der Schwarzgeldanleger in Liechtenstein bekannt werden, macht sich Unruhe breit. Die anonymen Anleger müssen um ihre Identität bangen und die Treuhänder um ihr erfolgreiches Geschäftsmodell. Ja. Ja, ich gleich nach dem Spiel. Du, ich habe ein Problem. All diejenigen, die ihr Geld unversteuert in Liechtenstein angelegt haben, müssen 1997 erkennen, dass sie jederzeit als Steuersünder auffliegen können. Ab diesem Zeitpunkt ändert sich alles. Kunden sind alarmiert. Gelder werden abgezogen, Treuhänder werden angeklagt. Liechtenstein ist einer der schlimmsten Fälle überhaupt. Bei mehr als 10 Punkten gibt es Probleme. Da sind starke Defizite bei der Identifizierung von Kunden, bei finanziellen Reglementierungen oder was das Melden verdächtiger Transaktionen angeht. In all diesen Punkten muss Liechtenstein sein System der Bekämpfung von Geldwäsche von Grund auf erneuern. Liechtenstein steht international im Rampenlicht. Und auch die um ihr Steuergeld betrogenen Staaten haben nun ein reges Interesse an den geheimen Bankdaten. Mit dem Rechtsverständnis in Liechtenstein ist der Ankauf von gestohlenen Bankdaten durch staatliche Behörden nicht vereinbar. Man könnte ja auch morgen hingehen und jemanden in Deutschland viel Geld geben, dass er in Deutschland irgendjemanden dort Unterlagen stiehlt. Wo zieht man die Grenze? Was ist rechtsstaatlich vertretbar? Was ist begreifbar? Da muss man sich vor Augen führen, dass dazumal die rechtliche Situation international völlig eine andere war, als es heute ist. Darüber hinaus ist es sicherlich so, dass uns heutzutage ganz andere technische Hilfsmittel zur Verfügung stehen, sowie der Informationsaustausch generell international heute ein ganz anderer ist. Liechtenstein bewegt sich auf seine Kritiker zu und beschließt die sogenannte Weißgeldstrategie. Weißgeldstrategie heißt, dass wir bei der Annahme der Gelder prüfen, ob sie deklariert wurden. Und fortlaufend sicherstellen, dass sie deklariert werden. Darüber hinaus wird aber auch sichergestellt, dass die Gelder nicht aus dubiosen Quellen stammen. Wir in der Bank und anderen Banken sind hier genauso wie in der Schweiz auch, nehmen heute kein Geld mehr an, von dem sie sehen, dass es unversteuertes Geld ist. Dank der Weißgeldstrategie wird das Fürstentum von der schwarzen Liste gestrichen. Meine Reise durch die Jahrhunderte geht nun langsam zu Ende. Liechtensteins Weg war immer ein gemeinsamer von Fürst und Volk. Es ist eine innige Beziehung. Ich dürfte etwas Besonderes in der Mitte Europas entdecken.
Eine Monarchie geprägt von Industrie und Bankwesen. Einen kleinen Staat, der Wohlstand und Reichtum kennt. Ein Land, das niemals seine Wurzeln vergisst. Und alles begann mit zwei bankrotten Grafschaften. Es ist unglaublich, dass dieses Land, das heute so wohlhabend ist, die meiste Zeit ums nackte Überleben gekämpft hat. Und noch unglaublicher, dass es tatsächlich überlebt hat. Ich bin gern durch dieses Land gefahren, das so klein ist und so voll ist von Geschichte und Geschichten. Ich nehme viel mit. 300 Jahre vom Bauern zum Bäcker.